Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Monkey Island Teil 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, können wir die Laterne uns holen? Ich komme nicht dran. Aber wir haben doch einen schönen Arm, einen Ersatzarm. Haha. Damit komme ich an die Laterne ran, aber ich kann sie damit nicht greifen. Blöde Hand. Okay, wir müssen also diese Hand ein bisschen... Kleber. Haha. Ich habe sie. Hey, was ist mit dem Licht passiert? So, wir haben eine Laterne. Kann man die jetzt... Oh, mein Arm hängt fest. Mein Blutkreislauf ist unterbrochen. Du musst meine Hand abschneiden. Nein, ein kleiner Scherz. War das jetzt... Das müsste eigentlich noch vor The Tick gewesen sein, wo wir dieses Problem hatten. Darauf kann ich kein Licht werfen. Beim ersten Mal war es witzig. Ja, du sollst eigentlich durchschauen. So. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Darauf kann ich kein Licht werfen. Darauf kann ich kein Licht werfen. Ha. Ich komme nicht dran. Können wir das Ding auch holen? Ich komme nicht dran. Es sieht aus, als schreibt er an einem Horrorroman. Er heißt Der Grog, der Leute trank. Teil 1 eines dreiteiligen Zyklus. Ich frage mich, warum Schund immer in drei Teilen erscheint. Weil die drei Teile halt cool sind. Es ist entweder ein toter Papagei oder eine sehr seltsame Fledermaus. Ich glaube Fledermaus. Ich komme nicht dran. Es ist das Poster für ein richtig mieses Monsterbuch. Glaub mir, das wird sich nie verkaufen. Okay. Es ist ein Poster von Vampir 12, die große Sauge. Was haben wir sonst noch da? Schmuggelhäschen. Eklig und grässlich zugleich. Und wieso hast du eine Schackmaske? Sieht aus wie eine Halloween-Maske. Das ist das Zeug, aus dem richtig langweilige Träume sind. Es ist ein Haufen blöder Horrorgeschichten. Es ist ein Dinosaurier aus Die Monster, um die sich die Zeit einen Dreck scherte. So, Murray, wir brauchen dich mal. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Leider kann ich Murray nicht damit benutzen. Ha, aber wie machen wir das jetzt? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir ziehen die Lampe ein bisschen hin, um Schattenspiel oder so zu machen. Aber das hat ja auch irgendwie nicht so richtig geklappt. Vielleicht später. Ha. Oh, da ist noch eine Werwolf. Darauf kann ich kein Licht werfen. Ha. Nö, dann bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Dann probieren wir es doch mal mit der Brechstange, ob wir einfach so rauskommen. Und kommen später nochmal wieder. Ich denke, mit dem Totengräber, das... Mit dem Brecheisen kann ich das Gitter nicht aufhebeln. Ah. Okay, dann hat's doch was mit dem Dings zu tun, mit dem Totengräber, um hier rauszukommen. Selbst mit dem Brecheisen kann ich das Gitter nicht auf. Sie ist abgeschlossen. Es gibt keinen Weg hinaus. Ja, okay, dann brauchen wir ihn doch. Dann müssen wir ihn doch überzeugen, dass wir tot sind. Ich hätte es gedacht, mit dem Dings wird es funktionieren. Vielleicht wäre das auch so in der normalen Version, aber... Schauen wir mal. Ich bin's nochmal. Der Kerl, der nicht in der Meistersuppegruft eingeschlossen ist. Was willst du? Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt. Dann zeige mir deine grässliche Fratze. Jetzt gerade nicht. Du bist kein Geist. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Können wir die Laterne, Moment. Ah, Sargdeckel. Können wir die Laterne auf den Sargdeckel stellen? Ja, das geht. So.
Guck mal, das immer. Mein Schatten wird an die Rückwand geworfen. Ich bin's nochmal. Der Kerl, der nicht in der Meistersuppegruft eingeschlossen ist. Was willst du? Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt. So, du behauptest also, ein Geist zu sein. Natürlich bin ich das. Kannst du nicht meinen gespenstischen Umriss auf der Wand hinter dir sehen? Das? Das ist nicht der Umriss eines brutal gemarterten Geistes aus dem Jenseits. Nun, da ist ein Bild eines Geistes in meiner Ausgabe von Die Maske in der roten Matsche. Große leere Augenhöhlen, ein zahniges, gewissenloses Grinsen, glühendes inneres Feuer. So muss ein Geist aussehen. Du hast die Silhouette eines mageren Klappergestells. Ha. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. So, dann Murray. Murray, zeig, was du kannst. Okay. Oh. Ha, 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 ha. Ah! Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Polstermöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Wow. Alles klar. Warte, ich komme. Gute Arbeit, Murray. Ich war schrecklich, nicht wahr? Ja. Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Oh, oh. Sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Da. Sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Alles klar. Die Laterne, können wir die noch mitnehmen? Sie ist nutzlos jetzt, wo sie leer ist. So. Dann mal nichts mehr raus hier. So. Nun, Murray, bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Murray? Wo ist der hin? Hm. Murray ist weg. Keine Ahnung, wo der hin ist. Lass uns nochmal durch die Tür schauen. Gibt's jetzt hier was anderes? Ich kann gerade niemanden darin sehen. Ah, okay, der ist weg. Stan, wir sind wieder da. Willkommen zurück bei Stans Allgemeiner. Aber der wird uns immer noch nichts auszahlen, schätze ich. Ich yep. möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Wir brauchen den Totenschein. Geld, wenn der Policeninhaber ja, stirbt. Ja. Ich bin tot. Besitzt du irgendein... Nun, Herr Neunten, nein. Dann sieht es so... Ja, wir brauchen irgendwie einen Totenschein. Vielleicht bekommen wir da drin irgendwie einen. Hi, Leute. Ich bin aus den niedersten Abgründen der Unterwelt auferstanden. Eure Neugierde überwältigt mich. So, reden wir nochmal mit dir. Gibt's da was Neues? Nö. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Okay, dann probieren wir das, die Brechstange mit dem zugenagelten Loch. So, und machen die Nägel weg. Wie funktioniert das mit dem Bett? Ah, Brechstange, natürlich. Und da fliegt damit Fallschirm. Und landet genau da, wo ich es haben wollte. Es ist so lange her. Oh, Charles, das ist es. Das ist es. Du siehst so anders aus. Wirklich?
Nun, du hast dich kein bisschen verändert. Oh, Charles, du schmeichelst mir. Oh, aber du musst jetzt gehen. Aber warum? Jetzt, wo ich dich nach all den Jahren wiedergefunden habe. Was würden unsere Familien dazu sagen, wenn sie wüssten, dass wir an einem solch romantischen Abend allein beisammen sind? Minnie, dies mag überstürzt klingen, aber ich liebe dich, Minnie-Meistersuppe. Oh, Charles, das darfst du nicht. Oh, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe dich immer geliebt. Hörst du? Ich habe dich immer geliebt und werde es auf ewig tun. Komm jetzt mit mir. Durchbrennen? Oh, aber Charles, das gehört sich nicht. Denk an den Skandal, den es verursachen würde. Zur Hölle mit dem Skandal, Minnie. Oh! Heirate mich. Oh ja, Charles, ja. Tausendmal ja. Dann küss mich, mein Herz. Oh. Guybrush, du hast gerade eine Geisterhochzeit verpasst. Ah, schön. So, und wir haben den einen Teil des Ringes, fehlt nur noch der andere und dafür brauchen wir einen Haufen Geld. Dingsbums. Die Frage ist, und das kriegen wir von Stan, die Frage ist, wie bekommen wir das von Stan? Also ich denke, wir brauchen sowas wie einen Totenschein. Und damit könnten wir unseren Tod bestätigen. Die Frage ist nur, wo bekommen wir so einen Totenstein her? Ich hätte ja eigentlich gesagt gehabt von... Währenddessen irgendwo unter Monkey Island. Hast du sie gefunden, du verrotteter Hundekadaver? Nein. Nein, sie ist nicht auf Plunder Island, Captain LeChuck. Dann durchkämmt die Meere, ihr verknöcherten Ratten. Bringt sie zur Strecke und danach zu mir. Findet Guybrush Threepwood. Durch ihn findet ihr auch Elaine. Brennt jede Insel in der Karibik nieder, wenn es sein muss. Aber bringt mir meine Braut. Und wer? Salat. Verfluchte Haluk. Sie geben einem nie genug Salat bei diesen Sparmenüs. Alles klar. Ja, er will Salat. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. So, können wir da nochmal reinschauen? Tatsächlich, aber er ist tatsächlich nicht mehr da. Ich denke, da kommen aber auch... Ja, hier ist wahrscheinlich wirklich nichts mehr. Wie bekommen wir den Totenschein? Also, wenn, dann hätte ich gesagt, bei Stan müsste der sein. Oder bei... Nee, der müsste eigentlich bei Stan sein. In den Akten. Hätte ich einfach mal gesagt gehabt. Aber da kommen wir ja nicht ran. Ha. Ich gehe nochmal zu Stan hin. Eigentlich ist es einfach, wir brauchen einen Totenschein oder irgendeinen Beweis, dass wir tot waren. Und dann könnten wir die Lebensversicherung abgreifen und hätten genug Geld. Ich habe schon einen schönen Skelettarm, danke sehr. Und hätten dann genug Geld für Dingsbums. Das Pokerpartie, das Spiel um den Diamanten. Nein. Und dann könnten wir den Diamant und den Verlobungsring also wieder zusammenführen, Elaine an den Finger stecken und damit wäre wahrscheinlich der Fluch behoben. Die Frage ist jetzt tatsächlich nur, wie zum Henker. Aktenschränke. Und da ist doch bestimmt das Ding drin. Nein. Nein. Und mit Stan reden geht auch nicht, weil er das sagt ja immer nur, ich möchte diese Police abgreifen. Und in den Akten geht er ja auch nicht ran. Ich glaube, das wäre ein Sakrileg. Nein.
Nein. Moment, oder war da eine einzelne Akte gerade drin? Nee, das ist nur Stan. Nee, das sind alles nur Akten und dann Stan. Unheimlicher Schädel. Ja, das ist jetzt schwierig. Da stehe ich wieder mal auf den Schlauch. Mit Stan reden ist ja immer nur Police. Ich möchte das Geld. Aber dies ist du bekommst. Ich bin tot. Besitzt du Nun, Herr no- Nein. Dann sieht es so. Woher bekommen wir so ein blödes Ding? Und wer? Also normalerweise müsste Stan jetzt das Ding haben. Aber. Hoppla. Nein, es ist Stan. Todesurkunde. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall beim Spiel hinten, um ein bisschen zu schummeln. Das ist mir nicht mehr relativ sicher. Broschüre. Kuchenattrappe. Auch noch keine Ahnung, für was wir eine Kuchenattrappe brauchen. Willst du Kuchen? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Okay, keine Kuchenattrappe für Stan. Broschüre? Ich glaube nicht, dass er das mögen Das ist die Falle. Oh, Entschuldigung. Der Inhaber dieses Dokuments hat Anspruch auf die Summe von einer Menge Geld im Falle des Ablebens von Erasco Meistersuppe. Von Erasco Meistersuppe. Ich habe bereits versucht, sie zu lesen und ich verstehe sie immer noch nicht. Kann uns dabei jemand helfen? Haggis? Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Mit ihr gibt's auch nichts Neues zu bereden. Also, wenn, dann müsste sie bei Stan sein. Aber da kann ich irgendwie nichts machen. Da ist auch nichts Neues. Familien, die haben Dingsbums, läuft's Geschäft. Ja, das ist alles dasselbe. Den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Guck mal, was wir da haben. Das ist nicht meine zukünftige. Na dann. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Ich kann es nicht herunterziehen. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Och nö, ist kaputt. Na gut, dann ist zumindest da nichts mehr zu finden. Aber bei Stan können wir nichts mehr machen. Können wir denen irgendwie was geben? Stans Allgemeine, denn man kann jederzeit auf schreckliche Weise sterben. Vulkan war nichts mehr. Also bisher haben wir nur noch diese Kuchenattrappe und die Tarotkarten und die Broschüren, wo wir noch nirgends benutzt haben. Ist da noch was drin eigentlich? Schau mich. Ja, da ist immer noch was drin. Haben wir eigentlich den Bohrer schon mal für was benutzt? Ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Wie bekommen wir einen Beweis, dass wir tot sind? Bei dir, du redest auch nicht mehr mit uns. Madame Xima, ich... Hinfort! Ja. Die redet auch nicht mehr mit uns. Also wenn, dann müssen sie bei Stans sein, aber ich kann ihn halt auch nicht ablenken, ich kann nichts mehr mit ihm reden, ich kann nicht zu den Akten gehen.
Oder hängt irgendwie an dem Sarg noch irgendwie was dran? Naja, den haben wir ja eigentlich auch schon angeschaut. Da war ja auch nichts mehr. Ominös. Es war schwer genug rauszukommen. Entschuldigung. Ich werde gerade extrem müde. Nein. Ja, ich werde gerade extrem müde. Das merkt man, glaube ich, auch gerade. Von daher ist es vielleicht ganz geschickt, jetzt eine Pause zu machen. Wir haben ja eh schon 20 Minuten. Und dann schauen wir mal, wie wir den Beweis für unser Ableben in der nächsten Folge finden. Also es fehlt, wenn man Totenschein, er muss doch einen Totenschein eigentlich ausgestellt haben auf uns. Wir müssen nur irgendwie an diesen Totenschein rankommen und dann hätten wir den Beweis eigentlich, dass wir tot sind. Na gut. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.